Servus, meine geehrten Freunde, herzlich willkommen zu einem Commentary von mir. Heute mal wieder mit einem nicht Community-Thema-Video, sondern heute mal so wieder ganz zur Abwechslung mal so ein normales Thema, was nicht von euch ausgesucht wurde. Nächstes Video wird wieder ein Community-Themen-Video. Nämlich könnt ihr wieder mal unter diesem Video die Community-Themen reinschreiben. Einfach alle Themen, die was euch gerade einfallen, reinschreiben in die Kommentare. Und ich möchte jetzt gar nicht mal so lange drüber rumreden. Und ich fange jetzt gleich schon mal mit dem Thema an. Nämlich ist die PC-Community wichtig. Weil in den letzten Wochen ist mir wieder mal aufgefallen, dass die Konsolen, also die Consoleros, die meisten denken einfach, sie haben die Macht über die, unter Anführungsstrichen Macht, über die COD. Entwickler und die Activision und so weiter, weil die Consoleros einfach so viel auf den Konsolen sind. In Black Ops 2 zum Beispiel gibt es auf dem PC, ich glaube 7000, 8000 Leute, Spitze. Also jetzt maximal möchte ich damit sagen, und auf den Konsolen sind es glaube ich 200.000 Minimum. Also es ist ein großer Unterschied dazwischen, weil man denkt sich einfach PC, der kostet, ein guter PC, damit man auch gut spielen kann, der kostet so ungefähr 1200 Euro und Konsolen kosten nur 400 Euro. Konsolen 400 Euro, ja, dann denkt man sich, ja, komplett billig, hole ich mir gleich das. Allerdings finde ich ein PC doch wieder wichtiger. Wer es noch nicht gewusst hat, kann sich mal mein Video zu den Konsolen, also Gaming-PCs gegen Konsolen anschauen, das habe ich da gut behandelt. Und ich möchte auch nochmal dazu sagen, dass es ziemlich viel auf den COD Championships ausgetragen wird, auf den Konsolen. Zum Beispiel jedes Turnier von Call of Duty wird auf den Konsolen ausgeführt. Wie zum Beispiel der COD Championship wird auf der Xbox One ausgeführt. Und dazu gibt es aber auch nochmal eine kleine Veränderung in den nächsten vielleicht Jahren. Von Black Ops 3 zum Beispiel, die werden vielleicht auf die PS4 wechseln, statt auf die Xbox One, aber ist wieder ein ganz anderes Thema. Und wie schon gesagt, wir haben auf dem PC ziemlich wenig Leute, die da spielen, ein Spiel spielen, aber dafür zum Beispiel ein gutes Beispiel ist League of Legends. Das spielen circa 3 Millionen Leute pro Tag, im Durchschnitt. Es gibt natürlich auch Spitzenwerte mit, glaube ich, 7 Millionen oder 9 Millionen. Das sind natürlich Spitzenwerte, die was kein Spiel schlagen kann. Aber damit möchte ich einfach nur ausdrücken, dass die PC-Community doch schon eine recht große Macht hat, wenn es mal um ein Spiel geht, das man auch sehr gut auf dem PC spielen kann, beziehungsweise das nur für den PC ausgelegt ist. Weil League of Legends ist das Ding auch so ein Spiel, das ziemlich viel Grafik schluckt oder ziemlich viel Grafik, eine ziemlich gute Grafikkarte braucht. Nämlich ist es einfach ein Spiel, das so durchschnittlich ist, das kann man mit einem Laptop, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber mit einem halbwegs guten Laptop kann man das auch spielen. Allerdings nicht mal auf so einer hohen FPS hat, also so ein Gaming-PC, den ich habe, der schafft League of Legends locker. Der kann auch daneben bei meinem Video rendern, ich verspreche mich schon, also ein Video rendern oder vielleicht auch mal zwei Videos rendern, also je nachdem. Und wie gesagt, es ist ziemlich cool, das Spiel. Ich spiele es in den letzten paar Tagen öfters wieder mal und ich habe damit auch schon mal ein paar Spiele gewonnen, habe mich auch schon ein bisschen eingefunden in das Spiel, aber es ist wieder ein ganz anderes Thema, ich schweife nur ab von diesen Themen. Und genau, ich möchte dazu nochmal sagen, dass die PC-Community wichtig ist und nicht nur die Konsolen. Natürlich sind die Konsolen, also die Consoleros, die Konsolen-Community, ziemlich wichtig. Sie sind auch einer der wichtigsten Bestandteile, aber sie sind nicht hundertprozentig der Meinung, die Leute der COD-Community entsprechen. Also wie gesagt, PC-Community ist sehr wichtig, das ist meine Meinung. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben Button, schreibt eure Ideen in die Kommentare. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich verabschiede mich und ciao.